Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 1. Dezember. Jawohl, der letzte Handelsmonat schwenkt ein. Wir sind immer winterlicher unterwegs hier im Süden Deutschlands und wir wollen uns natürlich auch aus gegebenem Anlass nicht nur dem Wetter zuwenden, um Gottes Willen, aber natürlich auch dem Bitcoin wieder mal, der hier exorbitante Bewegungen wieder aufwies. Und da war die letzte Analyse mal gar nicht so schlecht. Und deswegen wollen wir uns den Fahrplan von Bitcoin mal wieder anschauen an dieser Stelle. Neben dem natürlich auch hier der Euro-US-Dollar im Fokus stehen soll, der sich hier auch schön an einen Fahrplan hält, der sich durchaus auch weiter ausbauen könnte, Schrägstrich sollte. Also bleibt ein interessantes Thema, was hier sozusagen abgeht. Was für euch ein interessantes Thema sein sollte, ist das, mit wem ihr handelt, liebe Leute. Denkt immer daran zu prüfen, ob es der Broker ernst mit euch meint, also auch fair, nicht gegen euch handelt, nichts ins eigene Buch nimmt und euch auch immer hier dazu dient, den besten Marktzugang zu gewährleisten. Und dafür stehen wir mit JFD Brokers seit Beginn an ein, um praktisch eine Win-Win-Situation mit dem Trader und natürlich auch unserer Broker-Seite hier darzustellen. Ihr seid bei uns im Mittelpunkt, deswegen nehmen wir auch den Bitcoin rein, weil der immer beliebter wird und eine Kryptowährung natürlich hier auch ein großes Maß an ja, Aufmerksamkeit mehr und mehr erfährt. Wir hatten in den letzten Sendungen schon auch über die exponentiellen Wertsteigerungen und dergleichen gesprochen. Deswegen will ich mich da gar nicht so viel drauf anhalten oder aufhalten. Schaut es da einfach die letzten Videos auf unserem YouTube-Channel an. Ich will heute, wie gesagt, hier auch wieder auf die Massenpsychologie eingehen im Sinne des Chartverlaufs von Bitcoin. Und wir sehen hier, ja, das war ja praktisch hier die Annahme der letzten Bewertung, dass wir hier sozusagen vom November-Tief eine steile Aufwertung gesehen haben. Und dieser blaue Tendenzpfeil, der ist unverändert seit diesem Szenario hier von Mitte November ausgehend, ja, seit wir hier praktisch die letzten Hochs übernommen haben, kleine Seitwärtsphase. Und da war auch die Idee, dass wir eben hier in Richtung der oberen Trendkanallinie laufen. Also wirklich technische Analyse par excellence. Man muss sagen, sowas findet nicht oft statt, in dem Fall aber hier eine Punktlandung. Klar, es gab den Spike drüber. Der hier live am 29. am Start war, weiß, was da am Nachmittag abging. Da gab es hier Sprünge von 50 bis $100 auf Tickbasis. Also das Ding ist hier wirklich nach oben geknallt, buchstäblich, und hat ja hier auch an diesem einen Tag der gute Bitcoin gute, ja, über 20, 25% an Bewegungsintensität aufgewiesen. Das ist der Knaller. Am Ende hatten wir hier ein Long-Ledge Doji, wie es so schön heißt. Das ist ein klarer Unsicherheitstag, ein klarer Unsicherheitscandle anhand der Charttechnik. Insofern hat sich hier so ein bisschen der Markt dahingehend eingestimmt, dass wir über der 10.000 sind, beziehungsweise das Level geknackt haben. Es gab eine richtige Euphorie. Wir haben die 11.000 genommen. Es war eine unglaubliche Bewegung. Eine Spanne von 20% an einem Tag. Das ist wirklich exorbitant. Letztlich gab es aber, wie gesagt, diese Unsicherheitskerze. Und jetzt, das ist das, worauf ich hinaus will, möglicherweise sehen wir eine Konsolidierung. Was allerdings spannend ist, ich sagte es auch schon bei der letzten Sendung, wenn sich jetzt hier Divergenzen auf- und ausbauen. Wir sehen hier den überkauften Bereich. Eine Divergenz ist das jetzt noch nicht. Gerade mit dem neuen Hoch hatten wir auch ein Hoch hier beim Oszillator. Alles wunderbar. Was jetzt allerdings interessant sein könnte, wenn wir hier nochmal einen Anlauf machen in Richtung 11.500, vielleicht sogar 12.000, hier nochmal hochspucken und es dann eine Divergenz gibt hier beim eben RSI. Das zeichne ich mal so obligatorisch erstmal ein. Wir warten mal ab, wenn das denn kommt, dann wäre das in jedem Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, hier ein Short-Setup möglicherweise zu fahren, zu spielen, um sozusagen den Bitcoin hier auf der Südseite zu traden. Also das wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wenn es denn so kommt. Mal abwarten, deswegen beobachten wir mal den Preisverlauf. Es kann natürlich auch hier gemäß dieser Prognose, den Tendenzfall habe ich mal unverändert gelassen bislang, hier auch jetzt direkt zu einem Pullback kommen in Richtung 7.800. Das wäre ein schönes Re-Entry-Level für eine prozyklische Variante. Natürlich klar antizyklisch, wenn wir jetzt hier aggressiv short geht. Und man muss natürlich auch hier kalkulieren, dass die Volatilität sehr extrem ist und man hier auch mit einem gewissen Maß an Risiko nur reingehen sollte. Gerade wenn man den Bitcoin auch bei uns handelt, hier natürlich auch mit einer gehebelten Option immer aufpassen, dass man da sein Risiko im Griff hat. Dennoch, ich wage mal, den blauen Tendenzfall hier so zu belassen, wenn es denn so vorangeht. Aber ich möchte eben an dieser Stelle auch nochmal ergänzen, dass wir, wenn wir hier hochspucken, oder lassen mich den Fall am besten aktualisieren, das ist ja schön zu sehen, dass der Verlauf soweit passte. Ja. Ein Idealszenario wäre für mich jetzt, wenn er tatsächlich hier nochmal in den nächsten Tagen, und wir haben jetzt Dezember, die Einführung des Future-Kontraktes auf den Bitcoin wird kommen. Und das wäre mal hier sozusagen eine ideale Idee, weil der Witz ist, die Marktteilnehmer können dann auch schön stark shorten, wenn sie denn den Future an der CME handeln. Und es gab zuletzt ja auch gesprochen, dass auch von Tobel und andere hier über
gewisse Produkte und noch mehr Bitcoin-Produkte, sage ich mal, in Erwägung ziehen, sich das Ganze sozusagen mit aufzulegen, den Bitcoin halt weiter zu befruchten. Am Ende des Tages gibt es aber natürlich hier auch Partizipierung an Sachen Short. Und ich zeichne mal hier den spekulativen Tendenzweg, dass wenn die Spekulation dessen, die Future-Einführung und dergleichen, wir wissen, wie der Markt funktioniert, die News, die bekannt sind, sind eigentlich nicht mehr interessant für den Markt, denn es wird hier die Spekulation gehandelt, also das, was sein kann. Und wir wissen, dass der Future kommen soll und jetzt wäre eine Idee, wenn der Future kommt, dass der Markt hier strained short geht, um sozusagen die Bestätigung der Nachricht sozusagen dann erstmal zu verdauen. Das wäre so ein bisschen die Idee, dass wir hier noch ein Stück weit hochlaufen, der obere Bereich praktisch weiter eine Hürde bleibt. Hier Resistant Level 3, das ist aber der Wochenpivot. Im nächsten Monat kann sich das Ganze natürlich dann entsprechend ändern, in der nächsten Woche viel mehr. Ich will aber mal hier die Einstellung da mal auf den Monat legen. Ja, also der Pivotpunkt ist der Fingerabdruck des Vortages. Das sehen wir jetzt, ist der Fingerabdruck des Vormonats. Welche möglichen Resistant Levels hier nach oben gibt, also das Sky is the Limit, das bleibt weiterhin der Fall. Ich würde dennoch präferieren, und das ist, wie gesagt, meine spekulative Annahme, dass es hier oben im Bereich 11.000, 12.000 vielleicht dann zu einer Art finalen Spike kommt und dass der Bitcoin dann an dieser Stelle stärker korrigiert. Es kann auch Korrekturen geben, die gehen in den Bereich 50-80%. Das dürfen wir nicht vergessen. Also der Bitcoin ist halt hier, allein im November hat er sich verdoppelt im Wert. Das ist wirklich crazy stuff. Seit Anfang des Jahres über 1.000%. Also keine Frage, wir wissen, wovon wir hier reden. Die Volatilität dürfte weiter hoch bleiben. Und das ist jetzt mal hier antizyklisch eine spekulative Intensität dessen, was der Chart, was die Masse machen könnte, wenn eben die News hier mit der CME-Einführung verdaut sind. Zum Jahresausklang Dezember der Markt ja ein Stück weit ruhiger, das darf man nicht vergessen. Da ziehen sich die Marktteilnehmer mehr oder weniger zurück und schließen die Bücher so nach und nach. Das darf man definitiv nicht vergessen. Also insofern mal abwarten, was denn da kommt. Ansonsten natürlich, klar, straightforward, wenn der hier weiter nach oben knallt im Sinne der Euphorie, und das kann man sozusagen prozyklisch nicht unbedingt verneinen, kann es auch direkt weiter nach oben gehen. Also die Gefahr, das ist ja keine Gefahr vielmehr, die Fortsetzung der aktuellen Rallye kann sich definitiv noch weiter zuspitzen, der exponentielle Anstieg, aber was hochfällt, fällt auch tief. Und das zeigen mehrere hundert Jahre Börsen- und Finanzmarktgeschichte, das ist nichts Neues. Und wir sind hier mehr oder weniger auch natürlich in einem klaren Hype. Und wir werden mal sehen, wie die Kryptowährungen sich noch entwickeln. Tatsache ist, es wird sie geben. Sie werden ein Bestandteil sein. Die Technologie hinter dem Bitcoin, das Blockchain-Prinzip, das ist eigentlich das Elementare. Insofern muss man mal sehen, wie das alles hier weitergeht. Aber spannend bleibt es auf jeden Fall. Und der Bitcoin als Trading-Vehikel auch. Deswegen hier mal die vorsichtige Annahme in Sachen dessen, dass es hier eine erneute Divergenzenchance gibt und dass man dann hier vielleicht durchaus den Südplay spielen kann. Ansonsten kann es natürlich auch gleich mal hier einen Pullback geben, um hier das Level um 7.800, 7.700 anzulaufen und dann eben den nächsten Hype. Aber das wäre jetzt hier nicht mein präferiertes Szenario. Ich mache den Fall einfach mal weg, um ein bisschen Klarheit im Chart zu schaffen. Okay, dann hätten wir das mal für den Bitcoin, liebe Leute. Insofern jetzt mal hier wieder zur klassischen Währung. Euro, US-Dollar, ja, das größte Währungspaar der Welt. Da werden auch Billionchen umgesetzt, in Anführungszeichen, ohnehin am Forex-Markt ja generell, aber mit einem Anteil von über 20% Euro ist dann auch das größte oder meistgehandelste Währungspaar der Welt und hier natürlich richtig Volumen am Start, das hat der Bitcoin insofern nicht, auch wenn er eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich hat, wollen wir jetzt trotzdem das große Bild Euro-US-Dollar eingrenzen. Monat November doch noch positiv gerettet über dem Level von 1,18,77. Und der Weg nach oben, ihr wisst es, ihr seht es hier, ich bin Euro-bullisch eingestellt und werde das auch bleiben, gerade oberhalb von 1,18, 1,1877. Und selbst wenn er jetzt hier noch ein bisschen rumdümpelt, ich bin der Meinung, die Marke von 1,25 steht vor der Tür. Was dann da passiert, werden wir mal sehen. Wenn es jetzt nochmal deutlich zurückgeht, das wäre jetzt eher eine Überraschung für mich. Mal abwarten, wie es denn jetzt kommt. Grundsätzlich bin ich aber weiter Euro-bullisch, insbesondere wenn wir uns hier über der 1,18 weiter auf Monatsbasis etablieren und stabilisieren können. Also sieht hier weiter gut aus im Tageschart, hier auch nochmal der View. Auch unlängst das Kommentar im Sinne dessen, dass man natürlich immer Bewegungen im Nachhinein erfasst, ist nicht ganz richtig, werter Zuschauer, denn wir hatten hier Euro-US-Dollar beim JFD-Devisenradar eingefangen. Ja, das war hier am Mittwoch und da war diese Supportlinie ein klares Level und dieser blaue Tendenzfall wurde im JFD-Devisenradar skizziert. Vor dem Hintergrund, dass wir einen schönen Aufwärtstrendkanal haben, hier einen schönen Supportbereich, eine Stabilisierung möglich scheint und das ist hier das präferierte Szenario. Sprich, Euro-US-Dollar sollte hier das Wochenhoch attackieren können, 1,19, 1,1962 rund, hier sollten wir hinlaufen können.
Ob heute noch, das muss man mal sehen, weil wir schon, wie gesagt, von der Range relativ gut unterwegs sind. Dennoch scheint der Weg geebnet in Richtung 1,21 und wie wir im Monatschart gesehen haben, auch noch wesentlich höher. Kritisch wäre es, wenn wir hier einen Daily Close unterhalb dieses Support-Levels hier machen, unterhalb von, ja, kann man auch die 1,18 wieder rund nehmen. Wenn wir da drunter gehen, dann könnte es eine größere Konsolidierung geben. Würde das generelle Bild jetzt nicht wirklich zerstören, aber den kurzfristigen Aufwärtsimpuls, den ich hier doch sehe, durchaus beeinträchtigen. Also Euro-US-Dollar definitiv spannend. Wir erwarten ja hier im Dezember eine Zinsanhebung seitens der Fed. Ist aber, wie gesagt, die Spekulation darauf hin, wenn es denn passiert, darf man mal wieder eine größere Volatilität erwarten. Spannend wird dann natürlich sein, wie ist der Ausblick für 2018 vielmehr. Ja? Und das wird natürlich ein spannendes Thema sein, was denn hier die großen Köpfe der US-Notenbank und insbesondere natürlich da hier die Fed und ihr Gremium dann entscheiden, wie es eben 2018 weitergeht. Wir wissen natürlich hier um die EZB, Anleihekäufe sind weiterhin aktiv etc. Und erst wenn die runtergefahren sind, wird es überhaupt hier Zinsbewegung geben. Also haben wir hier noch ein bisschen Niedrigzinsphase. Das ist durchaus zu erwarten, aber wahrscheinlich auch nicht für die Ewigkeit. Das muss man auch ganz klar wissen. Vielleicht nimmt es der Euro auch an dieser Stelle schon hier auch ganz klar vorweg. Und der fundamentale Aspekt, dass den Dollar übergewichtet, wird hier rein spekulativ, und darum geht es ja, dass man hier die Zukunft handelt, ein Stück weit aufgeweicht. So dann, liebe Leute. Das wäre es heute gewesen. Wenn es euch wieder gefallen hat, macht es den Daumen hoch. Ich denke, die Bitcoin-Einschätzung zuletzt war ganz spannend. Warten wir mal ab, ob die negative Divergenz aufgebaut wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, wie gesagt, immer schön. Zuletzt gab es auch richtig viele gute Nicelys. Das freut uns sehr, dass wir euch hier abholen können. Wenn ihr mögt, wie gesagt, dann nächste Woche geht es weiter am Montag mit dem nächsten Devisenradar, mit der nächsten Sendung. Ich freue mich auf euch. Lasst es euch gut gehen. Genießt das Wochenende. Beste Grüße, euer Chris Kämmerer. Ciao dabei und bis bald.